Gut, obwohl es eine neue, ein neuer Meilenstein in Technologie und Design war. So, dann noch kurz Marketing machen. Nur Zeitschriften. Okay. Ich werde es jetzt einfach mal machen. Obwohl das eigentlich total ja blöd ist, weil das Spiel sich sowieso schlecht verkauft hat, aber ja, ich möchte ja trotzdem nicht meine Fans hier ja, schlecht dastehen lassen oder eben mit einem schlechten Spiel dastehen lassen. Gut, und Spiel veröffentlichen. Ach, das gibt's doch nicht. So. Bitte. Ah, das sieht gut aus. Oh ja, das wird ein richtig geiles Spiel, ich sag's euch. Kommt noch eine 10. Ach, was willst du, Game Hero? 7. Ja. Ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ja. So, das dürfte sich. Ja, das verkauft sich auf jeden Fall besser. Dann werde ich jetzt gleich hier forschen. Das hier. Und hier. Open World. Okay. Ja, genau. Genau. Weil es ist eigentlich total unnötig gewesen für das. Weil ich weiß nicht mehr, wo ich war. Scheiße. Okay. Es gibt eine neue Plattform. Die muss ich mal angucken. Gut. Dann forsche ich jetzt erstmal, damit ich gleich eine neue Engine entwickeln kann. Ich denke, ich werde jetzt gleich nochmal ein Spiel machen und dann eine neue Engine entwickeln. Ja klar, richtig geil, Mann. Jo. Lass mal machen. Hier noch die 3D-Tafel. V1, der wird jetzt bald unser erstes 3D-Spiel rausbringen, ja? Und wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. So, dann stellen wir einen eigenen, und zwar die 3. Mit der 3D, die andere brauche ich jetzt nicht. Wir nehmen auch noch einfache Zwischensequenzen dazu. Und eine bessere Benutzererfahrung, bessere Dialoge, ein Level-Editor, Open World und den Monosound natürlich. 240.000. Das geht bei unserem derzeitigen ja, Vermögen. Ja, rein nehme ich uns 66.000. Richtig geil, Mann. Gut. Okay, es gibt derzeit keine starken Trends. Mal gucken, was wieder eingibt, bis die ja, Engine fertig ist. Aber ich denke mal nicht. Ich werde jetzt außerdem mal gleich bei dieser Auftragsarbeit gucken. Und er muss mal in Urlaub. Okay. Ja, dann kommt es erst bei die erste Konsole mit von Bonnie. Oder? Ich glaube schon. Okay. Ja, sehen wir dann. Wenn gleich die erste. Ja, Bonnie. Konsole rauskommt. Bonnie, Bonnie, ich habe keine Ahnung. Ja, ich werde einen großen Messestand nehmen. Nein, natürlich nicht. Das wird zu teuer. Ich nehme einen kleinen. 80.000 für einen kleinen Stand, genau. Da reicht doch ein Tisch. Ein bisschen Papier, um da was drauf zu schreiben. Gut. Wir können jetzt ein richtig geiles Spiel entwickeln, ne? Auf dem Super TS
Und zwar ein. Wieder ein Ninja-Spiel, ja. Machen wir die Fortsetzung von richtig geiles Ninja-Spiel. Also ihr seht, das mache ich immer wieder. Also das läuft doch echt gut, ne? So, da war kurz mein Headset. So, das wäre dann schon der fünfte Teil, ja. Ich muss gucken, ob es immer noch so gut läuft. Wenn es jetzt nicht mehr so gut läuft, dann ja, muss ich mal was anderes machen. So, wir werden die 3D-Grafik benutzen. So, das Spiel wird richtig teuer. Aber hoffentlich auch richtig geil. Jetzt habe ich vergessen, irgendwo drauf zu schicken. Das gibt es nicht. So, Engine ist ganz wichtig. Habe ich ganz hoch. Gameplay, ja, das passt doch immer ein bisschen höher. So. Okay. Ja. So, mal gucken, wie viele Besucher wir haben. Und oh, das sehen wir nicht so viele aus. Obwohl. 10.000. Ich dachte. Oh, 20.000. 30. What the fuck? Okay. Ich dachte so 5.000. Aber. Ist doch ziemlich geil. 5, 6. Oha, das ist ja richtig viel. Oh. Ich will aber nur die Top 100. Ja, ich meine, wir haben 13.500 Fans. Und dafür waren die 40.000, die da waren, schon viel, ne? Gut, das ist nicht ganz so wichtig. So. Fortsetzung. Ah, das finde ich gut. Vielleicht hätte ich offizielle Fortsetzungen entwickeln. Statt nur so, ja, Pseudo-Fortsetzungen. Open World natürlich. Ja, Grafik muss hoch und Sound auch ziemlich hoch. Spielwert ist da nicht ganz so hoch. Und dann verlasse ich die Verteilung so. Und ja, so also das Spiel muss einschlagen, dafür habe ich hier richtig viel Geld ausgegeben. Und wir machen gar nicht so viele Bugs, so. Wo wir schon bei viel Geld sind, wie kostet denn eine kleine Kampagne? Oh Gott, das ist viel zu teuer. Dann bleiben wir hier bei den Zeitschriften und Demos. So, sag mal kurz. Zeitschriften. So, also, ganz ehrlich, wenn das nichts wird, ne? Das wäre richtig scheiße. So, ich lasse kurz Design und Forschung. Und den Hype ein bisschen steigen. Der Hype stinkt schon wieder. Dann veröffentliche ich das Spiel jetzt. So, wir haben keine neuen Rekorde. Das wollte ich eigentlich schaffen. Aber egal. Und wir veröffentlichen das Spiel. Okay. Oh, scheiße. Das ist ganz böse. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Da habe ich das doch ein bisschen übertrieben mit den... Ja, richtig geilen Ninja-Spielen. Aber es wird trotzdem einigermaßen gut verkauft. Ah, das ist ganz böse. Das ist ganz böse. Dann mache ich jetzt viel zu wenig Geld. Du bist jetzt mal im Urlaub. Ich hatte eigentlich mit der neuen Engine und so 3D, wäre das richtig geil, ne? Aber irgendwie ja nicht, ne? Da muss ich jetzt aber ganz schnell ein neues Spiel entwickeln. Ein kleines Spiel diesmal. Ich erforsche erstmal ein neues. Ja, ne? Ein neues Thema. Ja. Nee. Wirtschaft.